über den Truck da drüben rein. I need something to open this. Okay. Ja, irgendeine Art Schlüssel oder irgendwas werden wir wahrscheinlich biegen, um hier dann wieder rauszukommen. Damit können wir dann natürlich auch auf der anderen Seite der Brücke da diesen Dings öffnen. Das Pumpen. Okay. Schauen wir mal. Wenn du nur etwas hättest, um diesen furchtbaren Geruch zu überdecken. Wenn sonst nichts hilft, Nase zu halten. Ja, oder? Ich schmeiß einfach eine Pillecke. Aber hier ist das nicht mehr ausreichend. Da hoch, ne? Das sehe ich schon richtig, oder? Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall ein Pilliken. Das war kein Pilliken. Hier nämlich sonst nicht drauf spielen kann. So, da war auf jeden Fall schon mal ein Speicher. Punkt. Da ist gerade wieder seine Schritte. Bum, bum, habe ich das richtig gehört? An alle Angestellten der Wasseraufbereitung. Wir wissen Ihre beständige Mitarbeit an unserer Untersuchung der Ursache der Wasserverschmutzung zu schätzen. Da diese Untersuchung Aspekte der nationalen Sicherheit umfasst, muss ich Sie darüber informieren, dass jegliche Enthüllung von Informationen über die Verschmutzung an Außenstehende eine Inhaftierung nach sich zieht. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Milton Haven bald wieder sauberes Wasser hat. Bill Bird, CIB Verbindungsführung. Vom Ozean an Milton Haven, der Entsalzungsbrücke. Erstens, Meerwasserzufuhr. Meerwasser aus der Bucht von Patmos erreicht unsere Anlage durch ein großes unterirdisches Rohr. Zweitens, Siebung. In einem zweistufigen Prozess wird das Meerwasser von groben und feinen Partikeln gesäubert. Drittens, Filterung der Umkehrungsrohre. Salz und andere Verunreinigungen werden aus dem Wasser entfernt. Viertens, Entsorgung der Sohle. Das konzentrierte Meerwasser wird sicher wieder in die Bucht von Patmos zurückgeführt. Fünftens, Süßwasserversorgung. Sauberes Süßwasser wird zu Wohnhäusern und Geschäftsgebäuden gelangt. Thank you.
Ich habe eine kleine Probe des verunreinigten Wassers zur Analyse mit nach Hause genommen, als das CIB es nicht mitbekommen hat. Was zur Hölle ist dieses Zeug? Nach nur wenigen Minuten in der Nähe der Probe überfiel mich ein seltsames Angstgefühl und mir wurde schlecht. Zum Glück habe ich nur etwa 3 Tropfen genommen, die Wirkung ist also vermutlich nicht sehr stark. Ich habe nicht die richtigen Geräte zu Hause, aber eines kann ich sagen. Was auch immer das für eine Chemikalie ist, die den Wasservorrat verunreinigt hat, sie ist übel. Ich werde mir meine restlichen Krankentage frei nehmen, bis die Sache vorbei ist. Ich schlage vor, du tust dasselbe. So, jetzt stelle ich natürlich die Frage in den Raum. Wie komme ich hier wieder raus? Ach, hier. Ein Ventil ist es also. Das hat Potenzial für ganz viele Areale hier. Das wird potenziell noch eine richtig unschöne Geschichte, wenn Ventil da irgendwo drehen. So, hatten wir hier nicht noch irgendwo so ein Ventil zu drehen? Hier auf jeden Fall. Auf der anderen Seite der Brücke natürlich auch. Aber ich meine, wir hatten noch eins, ne? Da dreht sich was. Wieso habe ich das Gefühl, dass das wieder eine Jump'n'Run-Einlage wird? Boom. Heilung hier vorne, ne? Die lassen dort ja auch netterweise immer mal wieder fallen. Also von daher, die passt schon so halbwegs. Das öffnet dann das Tor. Das mache ich aber erst, wenn ich mir hier alles in Ruhe angeguckt habe. Für den Fall, dass das den Großen wieder anlockt oder sowas. Erstmal in Ruhe umsehen. Wir nichts provozieren hier.
Das führt da zu dem Turm, okay. Dann mache ich aber da erstmal auf. Gucken wir hier einmal hinter, wo das hinführt. Das sieht nämlich sehr nach optionalem, nach optionaler Sackgasse aus. Ja. Mit so einem kleinen Vorrat an Gott auch immer, habe ich mir schon gedacht. Jeder Tunnel noch hier. Jede Straße ist schwer. Jeder Ausgang nicht existent. Langsam glaube ich, dass es noch besser wird. Also ich mag ja das Setting, ja, hier in diesem düsteren Wald und alles, den Gegner, den Blitz, den mag ich nicht. Der hat mich bis jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Also dann gibt es nicht mal einen Checkpoint, wo ich das nächste Ding hier machen muss. Aber wenigstens sind das nur die zwei, ne? Spätestens wenn ich da oben bin und den ersten Teil des Codes geholt habe, wird der Blitz wieder auftauchen. Jetzt stell dir mal vor, du kommst hier drüben an und dann merkst du, du hast das scheiß Ventil nicht mitgenommen. Ich hasse euch! Wichtige Objekte mögen näher als sie erscheinen. Näher sein als sie erscheinen. Aha. Welches wichtige Objekt denn? Das mag ich jetzt gar nicht. Weißt du, warum musste denn jetzt noch so ein obligatorischer Kanalisationslevel kommen hier? Da hat jetzt wirklich Not. Now,
hab dich gesehen, du dumme Rau. It's locked, no dice. Da brauchen wir einen Schlüssel. Mein Büroschlüssel ist hier, ja cool. Ventil einsetzen. Da ist jetzt so die große Frage, was genau brauche ich hier unten? Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Sackgasse. Falsche Abzweigung. Ich gucke ja gerade nur noch so ein bisschen rum, ob es hier noch mehr gibt. Eigentlich kennen wir den Weg, ja, ne? Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte man zum Beispiel den Büroschlüssel nicht gefunden. It's a locked door. Not working. Success. Es gibt also noch einen Schlüssel, okay. Es gibt sogar noch zwei Schlüssel. Wenigstens werden wir hier drin gerade nicht gejagt oder sowas, aber jetzt habe ich es angesprochen, jetzt kommt die Scheiße gleich, pass auf. Das erinnert mich an einen meiner alten Schlüssel, okay. Wo ist der andere? Da ganz hinten. Wieso bin ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen? Vorher schon mal mit Hilfe der Spiegelscherbe zu gucken, ob wir hier irgendwelche
Gegenstände haben. It's not your works. So, dann kommt okay, hier jetzt on purpose. It fits. Der Toiletten. Das ist mein Büro. Come on, it works. Jetzt raus aus der Pampe hier. Jetzt endlich den ersten Code-Part haben.